Hallihallo, ihr Lieben da draußen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Ja, ihr merkt, es ist auf alle Fälle Bombenstimmung bei uns hier heute bei Family. Und ja, wir haben gerade festgestellt, wir kennen uns nicht mit Eiern aus, also mal gucken, was jetzt kommt. Genau. Also, seid gern dabei, habt Spaß und auf geht's. So. Brauche ich also mein Lenkrad jetzt? Nee, ne? Nein, es treten an Bernd Hartmann gegen Mick Jäger. Yo, yo, yo. Jo, es gilt 10 Fragen zu beantworten, es sind Multiple-Choice-Fragen. Du musst den Gegner immer einschüchtern. Und du kennst, du weißt, du weißt nichts, du weißt nichts. Also 10 Fragen mit 4 jeweiligen Antwortmöglichkeiten. Wer meint, die Antwort zu kennen, das jeweilige Geräusch drücken. Einmal zur Probe, Herr Hartmann. Prima, und einmal Herr Jäger. Perfekt. Sind Sie beide bereit? Jo. Ja. Ja. Mach ja keinen Fehler. Okay. Mach keinen Fehler. Die erste Frage lautet: Wir feiern Ostern, weil A. Die Fastenzeit endet. B. Der Frühling beginnt. C. Jesus auferstanden ist. Oder D. Der Winter endet. Herr Jäger. Jesus auferstanden ist. Das ist richtig. Zweite Frage. Der Hase. A. War vor dem Huhn da. B. Steht für Auferstehung. C. Ist ein Kaltblütler. Blüter. Oder D. Gilt als Bote des Frühlings. Familie Jäger. Gilt als Bote des Frühlings. Das ist korrekt. Du musst eigentlich schon eher, ein bisschen eher drücken, weißt du? Am besten jetzt schon drücken, dass es nachher kommt. Ist das geil. Ja, da kommt die Audioschnitt Skills kommen da jetzt raus. Bereit? Ja, ja. Dritte Frage. Für welche Religion ist Ostern das bedeutendste Fest? A. Judentum. B. Der Islam. C. Das Christentum. Oder D. Es ist kein religiöses Fest. Familie Hartmann. Christentum. Richtig. Frage 4. Welche Bedeutung hat das Osterlamm? A. Es ist ein Ostergebäck ohne Bedeutung. B. Das Osterlamm stammt aus einem alten Märchen. C. Es ist ein Symbol für die Auferstehung von Jesus. Oder D. Es dient zu reinen Dekoration. Familie Hartmann. D. Richtig. Was, reine Dekorationszwecke? Nein. Nee, C hat er doch gesagt. D hat er gesagt. Nee, ich hab C gesagt. Er hat C gesagt. Ich hab auch was anderes. Ich hab auch D verstanden. Die Familie Jäger wieder ganz fatal gefunden. Naja, Ich hab D verstanden. Ich auch. Wir haben alle C verstanden sonst. Wollt ihr auch naja. Oder mich? Das gucken wir uns dann nochmal an. Dann, streichen wir die Frage. Bitte. Jungs, nächstes Mal hört ihr das auch nicht mehr. Okay, dann fällt mir nachher noch eine andere Frage ein. Fünfte Frage. Warum verstecken wir bzw. der Osterhase die Ostereier? A. Aus Spaß. B. Es handelt sich um eine christliche Tradition. C. Nur der Osterhase versteckt die Ostereier, der Mensch nicht. Oder D. Es handelt sich um einen alten germanischen Brauch. Familie Jäger. Alter germanischer Brauch. Richtig. Perfekt. Frage 6. Das ist scheiße, nämlich, wenn du D oder C nicht sagst. Weißt du, was ich meine? Wenn du, okay, nee, ist gut. Sechste Frage. Wie viele Feiertage gibt es an Ostern? A. 1, B. 2, C. 3 oder D. 4, Herr Hartmann? D. 3. Nein. Hä? Sag nochmal. Sag nochmal. 3 ist falsch. 1, 2,
Das kommt halt auch aufs Bundesland. Ja. Zwei. Ja, ist richtig. Das wäre auch versagt. Der Sonntag zählt. Das ist eine frische Sau, ne? Der Sonntag zählt nicht mit, der Ostersonntag. Der zählt Karfreitag. Karfreitag und Ostermontag, genau. Können wir weitermachen? Ach, siebte nee. Frage. Sind Sie bereit? Ja. Also okay. Da muss es auch mal Minuspunkte geben. Siebte Frage. Wofür laufen die Menschen beim Ostermarsch? A. Für den Frieden, B. Für den Verkauf von Osterprodukten, C. Um Jesus Christus zu ehren oder D. Für den Feiertag Ostern. Familie Jäger. Jesu Christi zu ehren. Nein, ist falsch. Das ist der Ostermarsch. Keine Ahnung, noch nie gehört. Aber ich sag. Ja. Ich sag mal D. Einfach mal so. Für den Verkauf von Osterprodukten ist auch falsch. Die richtige Antwort wäre für den Frieden. Ja, okay. 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 Noch nie vom Ostermarsch gehört. Die achte Frage. Ich auch nicht. Der Ostermarsch, wo man nicht spricht, glaube ich, und dann. Ich habe keine Ahnung. Noch nie zum gehört. Habe ich auch noch nie gehört. Nee, noch nie gehört. Noch nie gehört. Ah, das wissen wir. Frage 8. Kannst du das auch bei Neighbors machen, bitte? Die achte Frage. Warte mal kurz. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Kennt ihr von Elsterdlands hier Rambo, der beste Koch der Welt? Mhm. Ja. Oder nicht immer so ein Opfer, Junge? Wir können doch mal bei Eier abreiten. Wir haben genug von der Stimme schon. Was? Du musst nicht ganz mit dem ganz hier rumreden. Ah, nee. Was, ich? Doch, aber es bin ich. Ah, nee. Ich halte es nicht aus. Okay, gut. Ja. Kann weitergehen. Okay, Frage 8. Wann endet die Fastenzeit? A. Am frühen Donnerstag, B. An Fasching, C. Am Ostersonntag oder D. Zu Pfingsten? Familie Jäger? Ich meine zu Pfingsten. Das ist falsch. Herr Hartmann? Dann ist es C. Ostersonntag ist auch falsch. Am grünen Donnerstag, ein Tag vor Ostern. Beginnt nicht die Fastenzeit mit dem Osterfest? Nein, 4 Wochen vor Ostern. Dieses Jahr sogar 6 Wochen. Okay. Naja, ach nee, 6 Tage länger. Nicht 6 Wochen, sondern 6 Tage länger als sonst. Okay. Also 4 Wochen irgendwie. Aber wann genau das anfängt, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Na, ist gut. Okay. Frage 9. Ja. Ja, geht los. Ich bin voll da. Ja, wie lange da. Dauert die Osterzeit insgesamt? A 20 Tage, B 30, C 40 oder D 50 Tage? Ja, Herr Jäger? 20 Tage. Ist falsch. Ja, nochmal bitte. 20, 30, 40 oder 50? Ja. 30. Ist auch falsch, 50 Tage. Jo, okay. Weil noch die Zeit nach Ostern bis Pfingsten mit dazu zählt aus Osternzeit. Mhm. Okay, ja. Die 10. Frage und ich suche gerade schon nach einer 9. Frage. Achso, ja, da war ja. Die wir geschoben haben. Also. Ich bin gerade eben um Drohen, also ich drohe. Ja, das ist mir schon klar. Ach, Leute, ey, wenn ihr solche Mitspieler habt, braucht ihr keine Freunde, ne? Aber wir sind doch die Allerliebsten! Oh nee. Ich halte das nicht mehr aus, bitte die letzte Frage. Ja. Okay, die vorletzte. Wieso färben wir an Ostern Hühnereier? A. Es gibt keinen bestimmten Grund. B. Es ist ein alter Brauch aus dem Mittelalter.
C, dieser Spaß wurde durch die Kinder durch die Kirche eingeführt. Oder D, das haben Kinder erfunden. Familie Hartmann. D. B war D. Ein, D. 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 Dora. D. Die Kinder haben es erfunden. Das ist falsch. Ja, Herr Jäger? Mittelalter. Richtig. Richtig. Okay. Ja, 300 Euro haben wir auf alle Fälle gewonnen, Mike. Jetzt kommt eine Fangfrage, die letzte Frage. Ist auf alle Fälle mal. Döner ist mal drin. Die letzte Schiebefrage, ja? Jedes Kind kennt Ostern, aber was wird eigentlich an Ostern gefeiert? A, das Abendmahl, B, die Auferstehung von Jesus oder C, die Geburt von Jesus? Ja, Herr Jäger? Auferstehung von Jesus. Richtig. Gut, dass das eine Frage war, die wir als erstes hatten. Ja, genau. Hab ich auch gerade gedacht. Ja? Ja, ja. Ja. Tatsächlich schon. Ja, aber ich war trotzdem eher. Ja, das hatte kein Striegel. Achso, ja, stimmt. Ja. Ja, Mike, Striegel haben wir nicht, aber wir haben also, auf alle Fälle, wir haben auf alle Fälle Geld. Ich davon echt nicht. Wir haben aber also es gab drei falsch beantwortete Fragen, das heißt kein Striegel. Also Geld für einen Döner haben wir. Familie Hartmann hat 100 Euro gewonnen und Familie Jäger hat 600 Euro gewonnen. Wow. Also bitte, wir haben 10.000 und 100 gewonnen. 10.100 Euro. Kann ich mal, toll. Wir setzen uns auf die Malediven. Können wir uns auf alle Fälle drei Döner kaufen jetzt? Oh. Ja. Das Abendessen ist gesichert. Ah, geil. So, das war die Challenge. Das war die Challenge. Dann sage ich mal. Wollen wir die mal ausklingen lassen? Dann sage ich mal. Ja, cool, cool, cool. Also erstmal auf alle Fälle vielen Dank an alle. Ne? Ja, ihr habt es ja gemerkt. Ne? Also cool. Marlon war dabei, Jan war dabei, der Patrick war dabei, der Micha, also Legend of Beer war dabei, die Nicole natürlich, ich auch, ist klar. Und gemacht hat die Challenge natürlich unsere Nicole. Und ich fand sie sehr, sehr cool. Also ich fand sie wirklich echt geil, muss ich sagen. Vielen Dank dafür. Sicher? Wirklich? So wie du geflogen hast? Wir haben noch ein Problem zu melden. Ja, der gehört dazu. Das war unfair. Ja. Ja. Wir konnten nicht zu unserem Feld. Ja, das ihr habt aber trotzdem gewonnen, ey. Ja, ja. Weil wir auch kleinere Ballen genommen haben. Vor allem, ich habe extra, das darf man ja jetzt mal so sagen, ich habe extra geguckt, dass Familie Jäger ein bisschen einen Vorsprung hat. Ja. Und hat das nähere Feld genommen. Und ja, nee. Warum habt ihr das kleinere Feld auch gehabt? Deswegen hatten wir mehr Ressourcen am Ende. Ja. Können wir mal bitte noch, ich bräuchte mal noch irgendwie ein Screenie. Ein Screenie? Ja, also, warte, ich stelle doch eine Frage an die hübsche Person hier. Sind Sie Single? Brauchst du das, Patrick? Nee, mein Gott. Geht die hübsche Person hier oben mit? Könnt ihr mal noch, warte, ich stell mich hier drauf. Ne, geil wäre eigentlich. Ja, genau. Wer rennt hier rum schon wieder? Marlon, ne? Natürlich, wenn du. Was machst denn du jetzt? Achso, du fährst noch einen Traktor her, ja? Alles klar. Ah, das ist perfekt. Das ist perfekt. Guck mal, hier denkt jemand. Ja, ich sehe schon. Passt ja überhaupt nicht zu uns. So, Jungs, kommt, ich muss aufs Klo. So. Okay. Sieht man mich hier? Oh, jetzt bist du runtergefallen. Ja, dürft euch bloß nicht bewegen ständig die ganze Zeit, sonst sieht es blöd aus. Ja, kommst du wieder nicht hoch, oder was? Doch. Nee. Ich kann da hinten rüber einfach. Ja, genau. Okay, pass auf. So. Bei 3 Cheese, ne? 3, 2, 1, Cheese. Okay. Ein Schwachsinn. Geil. Okay, ja, perfekto. Perfekto, perfekto. Das freut mich sehr. Dann nehmen wir das hier mal noch. Wunderschön. Das Bild.
Wolfi macht mit Cheese, sehr schön. Ein schönes Lächeln hast du aber, Wolfi. Mensch, Mensch, Mensch. Was also, nun? Schön geparkt gerade die Halle. So würde ich immer parken. Ja. Ja. Also ich würde sagen, ich habe die beste Stimme von allen hier. Definitiv. Also an die YouTuber-Renos da draußen, wenn ihr nicht gemerkt habt, wer das war, das war natürlich unser Micha. Unser bekloppter Typ aus Neighbors. Genau. Der paranoide Herbert. Nee, Richard. Richard, ja. Ich war jetzt über anders wieder. So, jetzt renne ich mal schnell noch hier hinter. Unser Fail bitte nicht angucken, wir haben sehr sauber gearbeitet. Ja, hallo, ich habe sehr viel noch aufgesammelt. So, Jungs, ich bin mal ganz kurz auf dem Klo. Wo ist denn euer... Du bist auf unser Fail. Ja. Ihr habt es noch komplett sauber gemacht, halt. Wir? Fast. Das sah schlimmer aus, ja. Das sah wie ein Kriegsfeld aus. Ja, also, hallo, ich bin nochmal gut drüber gefahren. Sagen wir so, wir haben nie die Kanten, das Wort. Nee, bleib mal stehen. Nee, oder stell den mal bitte hier aufs Feld. Ja, genau, dass ich das hier so ein bisschen im Hintergrund habe. Sagen geil. Wir so, wir kannten das Wort Bremsen. Ich habe einfach Gas gegeben. Nur ja, wir haben auch und nicht gedreht. Vor uns abgetan die ganze Zeit. Ja, aber schon mal eigentlich auch schon gut die Zeit wieder noch mit. So, gut, perfekto, danke. Guck mal, wir haben ja noch drei Ballen vergessen. Hättest du mir da hinlegen können. Ja. Ja, wir haben am Ende die Taktik gefahren, mit der Ballenpresse direkt dahin zu fangen, schneller. Ja. Boah, so, na gut. Dadurch, dass wir die Kleinbeine hatten, hatten wir direkt drei. Jo. Gut, meine lieben YouTuberinos, ja, wir sind zwar, wie gesagt, haben jetzt, die erste Folge war natürlich, genau, die war natürlich sehr, sehr lange, ne? Die letzten zwei Folgen jetzt nicht ganz so, aber wie gesagt, hat wirklich viel Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Freue mich natürlich, ich glaube, ich bin jetzt wieder dran mit Challenge machen. Mal gucken, was wir da noch so alles machen. Also bis dahin, ihr Lieben, wir sagen tschüss, ciao, haut rein und lasst ein Däumchen da. Tschüss.